Hallo ihr Lieben, viele Grüße aus dem Wohnwerkatelier, diesmal nicht aus der Künstlerei in Ulm, sondern aus meinem privaten Wohnwerkatelier. Hier ist Petra Fuchs und ich habe morgen einen ganz spannenden Termin vor mir. Ich habe ein ganz großes Upcycling-Projekt. Ich gehe morgen ins Krankenhaus und kriege eine neue Hüfte. Ja, und spätestens jetzt werdet ihr wahrscheinlich sagen, die Frau ist total verrückt. Nichtsdestotrotz zeige ich euch jetzt meine Krankenhausausrüstung. Ich finde, Kreativität ist gesund, es ist heilungsfördernd und Never Stop Creating ist mein Motto. Und egal wohin ich gehe, ich nehme was Kreatives mit. Und ich beschränke mich nicht auf ganz wenig, weil mir geht es meistens so, es ist egal, ob ich alles brauche oder nicht, wenn ich es dabei habe, geht es mir gut. Dann hätte ich immer jederzeit die Möglichkeit. Und klar habe ich mich jetzt trotzdem ein bisschen beschränkt. Logisch, kann ja keinen ganzen Koffer mitnehmen, habe auch gar nicht die Zeit dazu, so lange bin ich ja gar nicht drin. Aber einfach, um so ein paar Projekte zu machen, habe ich hier mal ein paar Sachen bereitgelegt und zeige dir das jetzt. Meine Vorgabe war natürlich wieder, wie das, natürlich kann ich da nicht mit Acrylfarben rumdreckeln im Krankenhaus, sondern es muss was sein, was ich wirklich am Krankenhaustischchen machen kann, wo nicht dreckelt, wo weggewischt werden kann. Und ja, das war so meine Vorgabe. Und da habe ich jetzt einfach ein paar Sachen hergerichtet und die zeige ich euch jetzt. Ich fange mal mit dem Mäppchen an, mit den Sachen, die ich so mitnehme. Leer das einfach mal aus. Also hier sind erstmal so die wichtigsten Stifte drin. Ganz dünnen Feinliner, auch ein wasserfester Feinliner, ein Radierstift, ein wasserfester Stift zum Zeichnen, aber auch wasserlösliche Stifte. Dann hier habe ich schon so ein paar Klammern, die kommen aber nachher auch nochmal. Ja, dann die üblichen Sachen, die man auf jeden Fall braucht, Spitzer. Radiergummi. Für was ich das brauche, weiß ich jetzt noch nicht, aber ich habe gedacht, das schaut ganz praktisch aus. Das ist so eine Spiegelkarte. Kann man ja auch vielleicht zum Schaben benutzen oder zum Kleben, je nachdem. Braucht nicht viel Platz, das darf auf jeden Fall auch mit. Lineal natürlich, auch immer gut. Wassertankpinsel. Ich habe hier so ein Döschen mit meinen Lieblingsaquarellfarben. Ich habe einfach so doppelt gestapelt, getrennt mit dem Papier. Da sind so ein paar Pastelltöne drin, ein paar Lieblingsfarben von mir. Das muss reichen. Dann nehme ich auch immer so einen Kleberoller mit. Ich finde die auch total praktisch. Eine feine Papierschere. Da müssen zwei mit, weil die mir zu grob ist, aber die zu fein wieder für andere Sachen. Also da brauche ich auf jeden Fall die zwei. Zeige euch nachher auch noch warum. Hier nehme ich so eine Magnetklemme mit. Ich gehe mal davon aus, dass der Krankenhauswagen, der Tisch, dass der magnetisch, also aus Metall ist und da kann ich das gut anpinnen und kann mir was festkleben. Genauso mit diesen Haken. Die brauchen auch nicht viel Platz und könnten unter Umständen sehr praktisch sein. Also die kommen auch mit. Dann habe ich so eine breite Klammer mit. Das heißt, wenn ich jetzt Buchbinder technisch Art-Journal-mäßig unterwegs sein sollte, das weiß ich noch nicht, aber das ist so ein Minimalkit, was man auf jeden Fall braucht. Also die Ahle, den Bonefolder, eine Schnur zum Nähen, die Clips, das reicht eigentlich dann schon. Da kann man schon ganz gut was anfangen damit. Ja, dann eine Nagelfeile. Die ist nicht nur, also nicht für die Nägel, sondern für Papier gedacht. Wenn ich irgendwo Ränder abfransen möchte, da ist die ganz praktisch. So, dann so ein Washi-Tape-Punkte. Kleber natürlich, ein Kleberstoff, den brauche ich, weil ich für die Projekte, die ich mit habe, brauche ich auf jeden Fall viel Kleber. Deswegen habe ich noch eine ganz kleine Dose Matte Medium mit. Ja, dann habe ich hier nochmal Aquarellstifte mit. Falls ich das nicht machen kann, mit Stiften kann man auf jeden Fall auch immer ganz gut arbeiten.
dann auch noch mal, ich glaube, das sortiere ich noch aus, weil da brauche ich nicht alle. Das wird zu viel dann. Also da werde ich mir die aktuell für mich gerade am wichtigsten sind, mitnehmen. Und ja, welche sind jetzt? Die sind alle irgendwie wichtig. Das ist schwierig. Aber ich bemühe mich ja auch trotzdem ein bisschen weniger zu nehmen. Und jetzt würde ich einfach das noch raus tun und das rein. So, schon wieder ein bisschen aussortiert. Das sind so Gelatos. Jetzt, das ist die Frage, brauche ich das wirklich? Weil ich habe ja Aquarell, den Aquarellkasten, die Stifte, da würde ich jetzt einfach nur den vielleicht mitnehmen und den tue ich raus, weil da anderweitig habe ich genug. Das wäre jetzt so ein Acrylstift, den sortiere ich jetzt auch aus, weil da habe ich ja die Farben. Wobei manchmal um, ja, aber Punkte mache ich lieber mit Weiß. Also den brauche ich auf jeden Fall. Das ist zwar ein Acrylstift, aber der ist dann nur für kleine Punkte oder sowas. Hier ein Stift, um Schatten zu setzen bei Zeichnungen. Hier nochmal ein weißer Stift, auch zum Zeichnen wichtig. Hier habe ich nochmal ein Pilot, das ist, mit denen kann man ganz gut zum Vorzeichnen benutzen und wenn man das dann warm föhnt, dann ist der wieder weg. Hier eine rote Tinte ist auch immer ganz gut und das ist, glaube ich, ein Druckbleistift, der darf noch mit und der Kugelschreiber ist genial, der darf auch mit, den kann ich draußen lassen und den zweiten roten Stift muss ich auch nicht unbedingt mitnehmen. Dann eine Kreide, einfach eine weiße Schulkreide, die finde ich auch mal ganz praktisch, wenn man Sachen vorzeichnen möchte. Pipette, unter Umständen mit Wasserfarben, nehme ich auch mal mit. Die ist auch immer ganz praktisch. Jetzt habe ich hier nochmal ein schwarzer Edding, ist auch immer ganz gut, irgendwas zu beschriften. Da überlege ich mir, ob das sein muss. Aber weil ich sonst nichts Goldenes habe, kommt der auch mit. Rot. Ja, Rot könnte unter Umständen auch ganz interessant sein. Das ist nochmal so ein Nadeltrenner. Der ist schon kaputt, sehe ich gerade. Ich glaube, den lasse ich auch draußen. Der muss jetzt auch nicht sein. Ich habe ja Scheren dabei. Ja, Pinsel muss ich jetzt noch einpacken, weil wenn ich Aquarellfarben mitnehme, dann sollte ich auch den einen oder anderen Pinsel dabei haben. Und da gucke ich mal schnell, was ich da noch mitnehmen werde. Da habe ich so ein paar kleine Reisepinsel, die reichen eigentlich. Der muss auch nicht dabei sein. Dann nehme ich jetzt einfach nur ein paar kleine Reisepinsel mit. Ja, genau, ich denke, das reicht. Ich packe ja schon für die Kur, für die anschließende Reha, also diese Anschlussheilbehandlung, packe ich ja auch. Dann nehme ich mehr mit. Also auf jeden Fall. Weil da bin ich ja 3 Wochen und durch Corona hat man da ganz arg viel Zeit, weil es einfach, ja, da treffen sich die Leute kaum, nur die Raucher. Ich habe schon überlegt, ob ich Paffen anfange und zu mich zu den Rauchern stelle. Das sieht man wenigstens mal in ein paar Gesichter rein. Kann sich unterhalten. Und ansonsten ist es momentan etwas, ja, etwas ruhig in der Reha, sagen wir mal so. Also außerhalb den Anwendungen natürlich. Und ja, da habe ich Zeit genug. Also da darf dann auch noch mehr mit. Aber jetzt fürs Krankenhaus, für die paar Tage Aufenthalt reichen die Pinsel. So, das ist jetzt mein Mäppchen. Das ist prall gefüllt, aber genau richtig für mich. Und das darf jetzt mal mit den Aquarellfarben auf die Seite. Jetzt zeige ich euch, was ich sonst noch mitnehme, weil ich mit dem ganzen Zeug will ich ja auch was bemalen, beziehungsweise arbeiten. Ich habe jetzt einmal hier mir so ein Mini-Journal gestern noch gemacht im Atelier. Da habe ich mal was ausprobiert, mal was bisschen was Untypisches, sehr gerade, aber dafür darf hier was rausschauen und habe mal so die Kanten, die Ecken ausprobiert. Finde ich eigentlich auch ganz interessant. Genau, und das sind jetzt einfach nur ein paar freie Zettel mit drin, wo ich malen und bekleben kann. Ja, aber vielleicht wäre dann,
Muss ich mal überlegen, weil hier müsste ich eigentlich fast mit Gesso arbeiten. Vielleicht werde ich noch ein paar Seiten vorbereiten, weil Gesso will ich jetzt nicht mit ins Krankenhaus mitnehmen, aber vielleicht mache ich das heute noch. Heute ist ja warm, da kann ich ja noch ein paar Seiten vorbereiten. Dann meine Flyer. Hier, das habe ich ja schon mal gezeigt im anderen YouTube-Video. Das ist mein Labbook. Und habe mir das vorbereitet mit Collagepapiere. Vielleicht sollte ich erst mal sagen, was mein Ziel ist, was ich eigentlich machen möchte im Krankenhaus. Und zwar ist das einmal solche Rolodex-Karten, Collage machen, vielleicht auch noch draufzeichnen. Also so ganz einfache Collagen, vielleicht noch weiter bearbeiten. Und dann habe ich noch ein paar solche Visiten, so Lernkarten mit in Rosa, und die kann man eigentlich auch ganz nett bearbeiten. Hier werde ich noch die Ecken abrunden, weil ich finde das viel schöner mit abgerundeten Ecken. Das werde ich auch noch machen, bevor ich es wieder einpacke. Also das ist so mein Plan, und da schaue ich mal, wie ich das weitergehe. Also das Labbook könnt ihr euch anschauen, im anderen Video noch. Hier die Collagepapiere. Das sind alles relativ dünne Papiere, teilweise selber gemachte Papiere, weil die sich einfach gut kleben lassen. Und vor allem kann ich die mit diesem Klebestift gut aufkleben, ohne dass ich drüber schmieren muss. Und dann ist das eine trockenere Seite. Dann habe ich mir hier aus Pergamin Sachen vorbereitet. Also so Stempeldrucke, die ich dann auch super damit integrieren kann. Und das Pergamin ist deswegen so toll, weil sich das natürlich dann auch der Untergrund noch mal rauskommt und man das Pergamin gar nicht mehr so viel sieht. Also das ist ein ganz, ganz tolles Papier. Das habe ich so die letzten Monate für mich entdeckt. Und die habe ich hier mit eingeklemmt. Hier habe ich noch ein paar von den Snippet Rolls, Snippet Tags oder Klebebänder, wie auch immer man das nennen will. Mit, da brauche ich ja nur abziehen, ein Stück abschneiden, abziehen und aufkleben. Ist auch eine ganz trockene Sache. Nochmal hier, nochmal welche und ein paar Papiere, dann hier die kleinen Schnipsel. Ja, also das wäre es. Also das habe ich vor. Dann habe ich noch was gefunden gestern, wo ich gedacht habe, das bietet sich auch total an. Da kann ich solche Karten bekleben. In diesem Stil, die habe ich auch die letzte Zeit mal gemacht. Das sind einfach so lange, lange Lesezeichen, ja, kann man so sagen, oder Einleger in Art Journals. Da kommt jetzt noch in ein Loch rein. Ich habe hier so eine Zange, die so ein nicht kein rundes Loch macht, sondern so ein gerades Loch. Und das finde ich eigentlich ganz hübsch. Und da kann ich jetzt noch so ein Bändel reinziehen. Passende Farbe, die passt jetzt nicht so, aber nur zum Zeigen, und habe dann ein schönes Lesezeichen. Und auf die Art will ich die auch bekleben, also auch mit diesem Papier und nur diesem Klebestift. Das funktioniert wunderbar. Hinten ist dann nochmal kaschiert mit dem gleichen, und genauso kann ich das dann hier auch machen, dass ich dann einfach zwei zusammenklebe. Oder auch von beiden Seiten, je nachdem, mal gucken. Wahrscheinlich von beiden Seiten, dann habe ich fertige Karten. Und das ist auch eine schöne, kompakte Sache, die ich ganz leicht machen kann. Und das nehme ich eben auch noch mit. Ja, und dann habe ich noch was ganz Tolles gefunden. Also ich liebe ja Secondhand-Flohmarkt. Ist einfach genial. Das zeige ich euch auch noch. So, das hier, das kommt zusammen. Können wir auch noch zumachen. So, also das ist mal, das werde ich noch machen nachher. Das ist jetzt mal das hier. Und dann habe ich hier noch was ganz Tolles gefunden. Und zwar, vielleicht habt ihr das schon mal gesehen, das ist so ein Tripbook, nennt sich das. Da stand ich schon öfters mal davor und wollte mir das kaufen, habe aber dann gedacht, ach nee, es kostet relativ viel, das lasse ich jetzt lieber und mache ja die Journals selber und so weiter und kann ja, also ich habe es halt nicht gekauft. So, jetzt war ich im Secondhand, und das ist nagelneu, das riecht sogar noch ganz neu und hat nur 3 € gekostet. Und da habe ich natürlich sofort zugeschlagen, vor allem,
weil sich das jetzt hier anbietet, wenn ich irgendwo hinfahre und Collagen machen will, da kann ich das ganze kleine Fitzelzeug reintun. Schön sortiert. Also ich bin total begeistert. Und das kommt auf jeden Fall jetzt noch mit. Das ist jetzt eigentlich auch zu ein bisschen viel, aber das ist egal. Das passt auch noch in die Tasche. Und da habe ich noch so Washi-Tapes auf die Seiten geklebt, weil da wollte ich das nicht als Rolle. Braucht ja mehr Platz und so ist es ganz praktisch. Das kommt natürlich dann auch in die Reha mit, aber da wollte ich jetzt nicht anfangen, nochmal extra auszusortieren, sondern das kommt jetzt halt auch einfach mit. Also ich finde, das ist eine ganz überschaubare Sache. Das passt gut in eine Tasche. Ich gebe mir da immer so einen, auch einen Rahmen vor, nehme eine gewisse Größe von Tasche und sage, alles, was da reinpasst, darf mit und der Rest muss einfach daheim bleiben. Und das passt da wunderbar in so einen Beutel rein. Wo ist er denn? Momentan. Ganz da hinten. Genau, hier habe ich einfach so einen Beutel und das war meine Vorgabe. Mehr darf nicht mit und da passt es jetzt wunderbar rein. Und ich bin gespannt, wie ich dazukomme und freue mich schon drauf, ja, dass ich da auch kreativ sein kann im Krankenhaus. So, das war jetzt mal kein Urlaubs-Mitnehmen-Video, sondern ein Krankenhaus-Mitnehmen-Video. Ja, klar kann man das nicht immer machen, aber jetzt in meinem Fall, denke ich, geht das ganz gut und ich werde mich da bestimmt ganz gern beschäftigen. Und kann vielleicht auch noch das eine oder andere Teil verschenken. Und da freue ich mich jetzt einfach drauf und hoffe, dass die Operation gut gelingt. Ja, und ich hoffe, ihr konntet auch damit was anfangen. Und vielleicht konnte ich euch auch ein bisschen inspirieren und auf die Idee bringen, auch ins Krankenhaus was mitzunehmen, weil kreativ sein ist einfach total heilungsfördernd.